Heute stellen wir Ihnen von Falk und Coworkers ähm, aus Cochrane Systematic Review ähm, eine ähm, zusammenfassende Darstellung zur zum Gabe von Rekonvaleszentenplasma oder Hyperimmunserum für Patienten mit Covid-19. Bekanntlich könnte Plasma aus einer Blutspende von Patienten, die bereits eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, solchen Patienten helfen, die gerade an der Infektion leiden. Ein Cochrane Rapid Review zur Wirksamkeit und Risiken des Therapieansatzes findet einen Mangel an vertrauenswürdiger Evidenz. Allerdings werden eine Reihe noch laufender Studien identifiziert, deren Ergebnisse diese Evidenzlücke in absehbarer Zeit schließen könnten. Für die Plasmatherapie nutzen Ärzte entweder direkt das zellfreie Blutplasma, Plasma, oder verwenden ein sogenanntes Hyperimmunserum mit einer besonders hohen Konzentration von Antikörpern, das aus Plasmaspenden gewonnen wird. Für die Übersicht wurden systematisch wichtige medizinische Datenbanken nach klinischen Studien zur Behandlung mit Plasma oder Hyperimmunserum für Patienten mit COVID-19 durchsucht. Es wurden lediglich acht abgeschlossene Studien mit nur 32 Teilnehmern gefunden. Die Aussagekraft war nicht nur wegen der geringen Teilnehmerzahl stark eingeschränkt. So wurden Teilnehmer in keiner dieser Studien nach dem Zufallsprinzip in verschiedene Behandlungsgruppen aufgeteilt. Sie waren also nicht randomisiert. Zudem enthielt keine der Fallserien eine Vergleichsgruppe von Personen, die ohne rekonvaleszenten Plasma behandelt wurden, also keine Vergleichsgruppen. Außerdem erhielten die Teilnehmer in den Studien neben der Plasmatherapie unterschiedliche Weiterbehandlungen, was den Vergleich der Studienergebnisse zusätzlich erschwert. Zusammenfassend bedeuten Informationen aus den zum Stand Ende April 2020 verfügbaren Studien, dass Unklarheit besteht, ob die Verwendung von rekonvalescenten Plasmapatienten mit Covid-19 hilft und wie sicher diese Therapie ist. Dies bedeutet aber nicht, dass die Wirksamkeit einer Plasmatherapie gegen Covid-19 damit widerlegt wäre. Die Forschung auf diesem Gebiet läuft auf Hochtouren. Es wurden etwa 50 laufende Studien identifiziert, von denen 22 randomisierte Studien mit hoher Aussagekraft sind. 16 dieser Studien sollen noch im Laufe dieses Jahres abgeschlossen sein. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der aktuellen Publikation im Cochrane Systematic Review.